Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub. Und heute gibt es ein Osterrezept, nämlich diese Osterhasen-Cupcakes. Die sind ganz einfach zu machen und die haben diese ganz niedlichen Marshmallow-Öhrchen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und das Rezept findet ihr natürlich auch in der Infobox. Für den Cupcake-Teig braucht ihr 60 Gramm Butter, 60 Milliliter Öl, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 1,5 Teelöffel Backpulver und einen halben Teelöffel Kaisernatron. Dann braucht ihr eine Prise Salz, 275 Gramm Mehl und 250 Milliliter Milch. Für den Teig vermische ich als erstes Zucker, Butter und Öl. Dann kommen die beiden Eier dazu. Das Mehl mische ich mit dem Backpulver, dem Natron und einer Prise Salz. Und dann gebe ich es abwechselnd mit der Milch zum Teig dazu. Den fertigen Teig verteile ich dann auf meine 12 Muffinförmchen. Und dann kommen die 12 kleinen Herzchen für ca. 18 bis 20 Minuten bei 180 Grad Unter- und Oberhitze in den Backofen. Für die Osterdekoration der Cupcakes benutze ich 500 ml steif geschlagene Sahne. Ich habe meine noch mit ein bisschen Vanillezucker gesüßt und ich werde sie gleich noch rosa einfärben. Dann habe ich hier Marshmallows. Ihr braucht insgesamt 12 Stück, daraus mache ich die Öhrchen. Und innen in die Öhrchen kommen dann noch Streusel hinein. Ich habe hier einfach Rosane gewählt. Und ich habe hier meine Schere und mit der schneide ich die Marshmallows zu. Die habe ich vorher natürlich gründlich gereinigt. Ich fange an der flachen Seite an und ich schneide spitz nach oben und mache dann einen Bogen. Und habe dann hier so einen kleinen Bogen. Und den ziehe ich so ein bisschen auseinander. Der läuft dann nach oben spitz zu und unten ist er etwas breiter. Und die offene Seite drücke ich jetzt in die Streusel. Und so ist dann das Innere des Öhrchens rosa gefärbt. Und mit dieser Methode mache ich jetzt insgesamt 24 Öhrchen, 2 pro Muffin. Auf die Cupcakes gebe ich jetzt jeweils eine Schicht Sahne und dort hinein kommen dann die Ohren. So sehen dann die fertigen kleinen Osterhasen-Cupcakes aus. Ich finde sie richtig niedlich und sie schmecken auch super, super gut. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Ideen, irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Natürlich auch den ein oder anderen Kuchenwunsch. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Und ja, sonst vielleicht habt ihr Lust, mir ein Abo dazulassen. Das wäre natürlich auch fantastisch. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub. Und heute gibt es ein weiteres Osterrezept. Und zwar diese super niedlichen Möhren-Cupcakes. Die sind richtig schön saftig. Und obendrauf ist ein Frischkäse-Frosting und dann eine kleine Marzipanmöhre. Und ich habe schon mal in den Kommentaren gelesen, der ein oder andere von euch mag nicht so gerne Marzipan. Die kann man natürlich auch weglassen oder auch andere kleine Deko obendrauf geben. Also, wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Und das Rezept findet ihr natürlich auch in der Infobox. Für den Cupcake-Teig braucht ihr 2 Eier, eine Prise Salz, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm flüssige Butter, 200 Gramm Haselnüsse und 100 Gramm Mehl. Und zusätzlich braucht ihr 200 Milliliter Milch und eine geriebene Möhre, ungefähr 100 Gramm. Als erstes schlage ich die Eier mit dem Zucker und einer Prise Salz auf. Dann gebe ich die flüssige Butter hinzu. Dann kommen Mehl, Haselnüsse und Milch dazu. Zum Schluss gebe ich dann die Möhre hinzu.
Den fertigen Teig verteile ich dann auf 12 Muffinförmchen. Die 12 Cupcakes kommen dann für ungefähr 20 Minuten bei 180 Grad Unter- und Oberhitze in den Backofen. Für die Deko der Möhren-Cupcakes benutze ich diese niedlichen kleinen Marzipan-Möhrchen und ich mache darunter ein Frosting aus Puderzucker, Frischkäse und Butter. Dafür benutze ich 50 Gramm weiche Butter, 50 Gramm Frischkäse und Puderzucker nach Bedarf. Und dann färbe ich das Frosting noch leicht grün ein. Als erstes schlage ich Butter und Frischkäse zusammen auf. Dann gebe ich Puderzucker dazu und rühre ihn unter und das mache ich so lange, bis ich die Konsistenz erreicht habe, die ich für mein Frosting haben möchte. Anschließend färbe ich das Frosting grün ein. Ich habe hier schon ein bisschen Lebensmittelfarbe hineingegeben. So sehen dann die fertigen Möhren-Cupcakes aus. Sie sind nicht aufgegangen, es ist ja kein Backpulver im Teig, aber sie sind dafür super saftig und ich streiche sie jetzt mit dem Frosting ein. Und dann bekommt jedes noch ein Möhrchen. So sehen dann die fertigen Möhren-Cupcakes aus mit den kleinen Marzipan-Möhren obendrauf. Und ich finde sie richtig niedlich und richtig osterlich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Ideen oder Wünsche oder natürlich auch Kuchenwünsche habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub und heute gibt es mal wieder ein Rezept passend zur Jahreszeit und zwar ganz einfachen Rhabarberkuchen und ja, was ihr dafür braucht und wie es geht, zeige ich euch jetzt und das Rezept findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Für den Rhabarberkuchen braucht ihr 325 Gramm Rhabarber. Ich habe meinen hier schon bereits gewaschen, geputzt und klein geschnitten. Dann braucht ihr 125 Gramm weiche Butter, 125 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Vanillezucker, eine Prise Salz, 2 Eier, 125 Gramm Mehl, 40 Gramm Speisestärke und 1 Teelöffel Backpulver. Zusätzlich habe ich hier noch ein bisschen weiteren Zucker. Damit werde ich gleich den Rhabarber süßen. Das sind so 40 bis 50 Gramm. Als erstes gebe ich den zusätzlichen Zucker zum Rhabarber. Und mische den Zucker so ein bisschen unter. Den Rhabarber stelle ich dann zur Seite und bereite den Teig vor. Für den Teig schlage ich als erstes den Zucker und die Butter auf. Dann kommen die beiden Eier dazu. Und dann Mehl, Speisestärke Den Rhabarberkuchen backe ich in einer ca. 20 bis 30 cm großen Form und diese lege ich jetzt mit Backpapier aus. Dafür lege ich das Backpapier erst einmal glatt drüber und streiche jetzt den Teig darauf. Das Backpapier habe ich ringsherum um die Form gekürzt und jetzt gebe ich den Rhabarber auf den Teig.
Der Rhabarberkuchen kommt dann für ca. 35 Minuten bei 180 Grad Unter- und Oberhitze in den Backofen. So sieht dann mein fertiger Rhabarberkuchen aus. Ich habe ihn inzwischen abkühlen lassen und schneide ihn jetzt in Stücke. Hier seht ihr jetzt eines der servierfertigen Stücke. Einfach noch mit ein bisschen Sahne oder Puderzucker anrichten. Und dann kommt natürlich noch die Kuchengabel dazu. Und dann ist der Rhabarberkuchen fertig. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Rezept gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Vorschläge oder natürlich auch Wünsche habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, mir ein Abo dazulassen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es mal wieder eine Mischung aus Test- und Rezeptvideo für euch. Ich habe nämlich diese super niedlichen Mini-Backformen bei Teddy entdeckt. 10 Stück haben da 1 Euro gekostet mit diesem total niedlichen Streuselmotiv. Und ja, die sind ungefähr doppelt so breit, würde ich sagen, wie Muffinförmchen. Und ich habe das Rezept auch so umgerechnet, dass ich ein Muffin-Rezept bzw. ein Cupcake-Rezept für 12 Cupcakes oder Muffins umgerechnet habe auf 6 von den kleinen Förmchen. Und ja, wie ich das Ganze genau gemacht habe und wie es funktioniert hat, seht ihr jetzt. Für den Kuchenteig braucht ihr 100 Gramm Butter, ich habe meine hier bereits einmal geschmolzen, 1 Teelöffel Backpulver, 3 Eier, 60 Gramm geriebene Mandeln, 75 Gramm braunen Zucker und 80 Gramm Mehl und natürlich eine Prise Salz. Als erstes schlage ich Eier und Zucker zusammen auf. So, wenn die Mischung richtig schön schaumig geworden ist, gebe ich Mehl, die Mandeln und ein bisschen Salz dazu. Dann kommt natürlich noch das Backpulver. Und zum Schluss die Butter. Den fertigen Teig stelle ich dann kurz beiseite und baue die kleinen Kuchenformen auf. In der Packung waren insgesamt 10 Stück drin. Ich backe 6 kleine Kuchen, daher lasse ich 4 einfach übrig. Ich falte das Ganze einfach einmal vor. Das wird hier innen geschlossen. Beziehungsweise außen. Die Seiten sind doppelt dann, also den nach innen und die dann außen schließen und so baue ich dann noch 5 weitere kleine Mini-Kuchenformen auf. Wenn alle Formen startklar sind, fülle ich den Teig ein und den verteile ich einfach gleichmäßig auf den Förmchen. Die Förmchen sind ungefähr halb voll und kommen jetzt in den Backofen bei 180 Grad Unter- und Oberhitze für ca. 15 bis 20 Minuten. Ich mache nach 15 Minuten einfach einmal eine Stäbchenprobe und schaue, ob sie schon gar sind. Das Backen hat super gut funktioniert, auch von der Zeiteinschätzung her sind sie sehr schön gar geworden. Ungefähr so zu 2/3 gefüllt jetzt. So stark ist der Kuchen jetzt leider nicht aufgegangen, aber sieht total schön aus. Also die Förmchen gefallen mir sehr, sehr gut. Und ich dachte, ich dekoriere sie jetzt auch einmal passend dazu. Ich habe hier bunte Streusel in den gleichen Farbtönen wie hier außen drauf gedruckt. Und die gebe ich einfach auf ein bisschen Zuckerguss. Den mache ich aus Puderzucker und Zitronensaft.
und dann wird das Ganze einfach hübsch dekoriert. Zu ungefähr 2 Esslöffeln Puderzucker gebe ich so viel Zitronensaft, bis ein zähflüssiger Zuckerguss entsteht. Den fertigen Zuckerguss verteile ich dann anschließend auf den Mini-Kuchen. Und auf den Zuckerguss kommen dann natürlich noch die kleinen Streusel. Ja, so niedlich sehen die kleinen Kuchen dann nachher aus. Das Rezept habe ich ja, wie gesagt, einfach von Cupcakes umgerechnet. Ich habe für eine Form 2 Cupcakes gerechnet, also 6 Stück aus einem Cupcakes- oder Muffin-Rezept. Lässt sich sehr gut umrechnen und ja, also ich bin total begeistert. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute zeige ich euch eine super coole Deko-Idee für den Frühling. Und zwar Marshmallow-Blumen. Die sind ganz einfach selber zu machen. Dafür braucht ihr nur Marshmallows und noch 2-3 weitere Sachen, die ich euch gleich noch verrate. Hier seht ihr schon mal ein paar fertige Blumen. Richtig cool. Und zum Beispiel für Muffins oder Kuchen, Cupcakes super gut geeignet als Deko. Und ja, wie ich sie gemacht habe, seht ihr jetzt. Als erstes braucht ihr dafür natürlich Marshmallows. Ich habe hier die großen und auch ein paar kleine, die man eigentlich in Kakao streut oder als Deko verwendet. Und die werden gleich zerschnitten. Dafür habe ich hier eine Schere, die habe ich gründlich gereinigt vorher. Und ich habe hier Puderzucker. Wenn die Marshmallows zu sehr an der Schere kleben, kann man das Ganze einfach ein bisschen einstäuben, dann klebt es nicht mehr so sehr. Und ich habe hier Glitzerdeko, so Glitzerstreuseldeko mit kleinen Pünktchen dazwischen. Die ist total niedlich. Und jetzt geht es schon los mit dem Zerschneiden. Ich nehme mir einfach immer ein Marshmallow und schneide es in dünne Scheiben. Dieses hier schneide ich jetzt in 6 Scheiben. Die kleben jetzt natürlich. Und auf diese Klebeflächen gebe ich gleich die Streusel. Aber vorher setze ich sie zusammen. Ich kann sie jetzt nämlich einfach wieder aneinander drücken und sie bleiben einfach aneinander heften. Ich habe hier jetzt die Dreierstruktur gebildet und auf die Dreierstruktur setze ich jetzt immer in die Lücken noch ein weiteres Blütenblatt. Und bekomme so eine Blüte mit 2 Ebenen. Und die lege ich jetzt einmal verkehrt herum in die Streusel hinein. Vorher gebe ich aber noch genau ins Zentrum einen meiner kleinen Marshmallows hier. Den drücke ich ein bisschen flach und drücke ihn dann hier als Zentrum einfach auf meine Blüte drauf. Ups, so. Und jetzt geht es auch in die Streusel. So. Und so sieht dann meine fertige Marshmallow-Blume aus. Hier seht ihr nochmal ein paar weitere Varianten, hier zum Beispiel mit 5 Blättern oder mit 3 Blättern oder mit den verschiedenen Ebenen eben mit Streuseln oder ohne Streusel oder auch ganz in Weiß. Also da gibt es viele verschiedene Variationsmöglichkeiten und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Und natürlich unten auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir und bis zum nächsten Mal. Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es mal wieder einen Shake für euch und zwar einen richtig schönen pinken, passend zum Frühjahr. Die pinke Farbe kommt von super vielen Himbeeren und zusätzlich ist noch Schokolade dabei, 2 Sorten und noch ein paar Chiasamen. Was ihr genau braucht und wie es geht, seht ihr jetzt.
Für diesen super leckeren Frühlingsshake braucht ihr 100 Gramm Himbeeren. Ich habe hier tiefgekühlte. Dann braucht ihr 200 Milliliter Milch. Ich habe hier zwei Schokosorten als Schokoraspeln, weiße Schokolade und Zartbitterschokolade, jeweils ungefähr 20 Gramm und einen Teelöffel Chiasamen. Zusätzlich habe ich hier noch ein schönes großes Glas und zwei Strohhalme. Die Himbeeren gebe ich zusammen mit der Milch in ein hohes Rührgefäß und mixe dann alles mit meinem Pürierstab gut durch. Dann gebe ich den Chiasamen und jeweils den größten Teil der Schokolade dazu. Vom Chiasamen habe ich auch ein bisschen zurückbehalten, einfach später für die Deko, genauso wie für die Schoko. Damit ist mein Shake grundsätzlich schon fertig. Ich fülle ihn jetzt in mein Glas um. Die Strohhalme kommen natürlich hinein und die Schoko und der Chiasamen oben als Deko obendrauf. Ja, und so sieht dann schlussendlich mein pinker Shake mit Schokolade und Chiasamen aus. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch und Backclub. Heute gibt es die erste Eisidee in diesem Jahr und zwar selbstgemachtes Jogurette-Eis und wie es genau geht und was ihr dafür braucht, seht ihr jetzt. Für dieses Eis braucht ihr nur super wenig Zutaten. Ihr braucht natürlich Joghurt. Ich habe hier den leichten mit 0,1% Fett, davon 400 Gramm. Dann habe ich hier 50 Gramm Schokoraspeln in Milchschokolade. Und ich habe hier gefriergetrocknete Erdbeeren. Das sind nur 10 Gramm, obwohl das Ganze, ja, mein Becherchen ist hier so halb voll. Die sind wirklich super, super leicht. Die werde ich gleich noch ein bisschen kleiner hacken. Und ich habe hier noch Jogurette. 3 Stück. Die werden gleich auch noch gehackt. Und ich habe hier natürlich meine Eisförmchen und kleine Eisstiele. Insgesamt 6 Stück. Die Schokolade und die gehackten, gefriergetrockneten Erdbeeren hebe ich dann unter den Joghurt. Und die Mischung verteile ich dann auf meinen Eisförmchen. Dann gebe ich die Eisstiele ins Eis hinein und dekoriere alles noch mit ein paar Stückchen Jogurette hier im unteren Bereich. Anschließend muss das Eis natürlich noch eingefroren werden. Dafür gebe ich es für 4 bis 5 Stunden in den Gefrierschrank. Am besten einfach über Nacht einfrieren. So, meine 6 Eis waren jetzt über Nacht im Gefrierschrank und ich habe sie bereits ein bisschen antauen lassen, damit sie besser herausgehen. So, und hier ist auch schon das erste.
Richtig lecker und man sieht, die kriegt die ganzen Schokostückchen und natürlich auch die Erdbeerstückchen. Hier unten noch mehr Schokolade und die richtigen Joghurtenstückchen. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Vielleicht macht euch das Eis ja auch ein bisschen mehr Lust noch auf Sommer und Frühling und natürlich auf leckeres selbstgemachtes Eis. Also ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss!